Ja, hallo und herzlich willkommen zur SmackDown Live Review vom 27.09.2016. Ja, die SmackDown Live Ausgabe nach Clash of Champions, was für SmackDown ja irrelevant ist, weil der Pay-Per-View ja kein SmackDown Pay-Per-View ist. Denn der Pay-Per-View wird ja No Mercy sein, der in 2 Wochen bzw. 1,5 Wochen stattfinden wird. Also der nächste Pay-Per-View, den wir besprechen. Und an meiner Seite ist Mischa, das Wrestlepedia. Ja, guten Tag. Mal wieder hier am Start zu einem schönen Anlass, ja, nachdem wir uns ja letztes Mal bei Raw gehört haben. Jetzt hier bei SmackDown. Genau, aus Cleveland, Ohio, aus der Quicken Loans Arena, die von der Crowd her besser waren als in Cincinnati. Aus der Heimatstadt von? Dolph Ziggler. Und? The Miz. Genau, das wird später noch eine Rolle spielen. Auf jeden Fall. Und ja, was natürlich auch eine Rolle spielen wird heute, wie du schön gesagt hast, wird es natürlich auch das Rematch geben zwischen unserem WWE World Champion AJ Styles und den Lunatic Fringe Dean Ambrose. Aber zu diesem Match werden wir natürlich am Ende kommen, zum Main Event. Angefangen hat es natürlich mit der Lieblingsfehde von Mischa, und zwar zwischen Randy Orton und Bray Wyatt, wo Randy Orton auf jeden Fall zum Ring kam, um Bray Wyatt herauszufordern. Ja, die Fehde, wurde in dieser Ausgabe weitergeführt, sagen wir es mal so. Randy Orton kam heraus, ziemlich gute Reaktion hat er gezogen natürlich, ist natürlich einer der größten Namen bei SmackDown. Er hat gesagt, Bray Wyatt hätte Angst und das wäre okay, denn viele Leute haben Angst vor Schlangen und Spinnen, und Randy Orton hat dann Bray Wyatt herausgerufen und Bray Wyatt ist mal wieder auf seinem komischen Bildschirm aufgetaucht und er hat die Geschichte von Hänsel und Gretel erzählt und er ist Gott und er ist absolut göttlich und dann singt er wieder, he's got the whole world in his hands, und ja, der Bildschirm wurde dunkel und Randy Orton ist ausgemacht und ist in den Backstage-Bereich gerannt. Und hat versucht, Bray Wyatt zu finden. Ja, wir haben ein bisschen Verstecken gespielt. Dazu später mehr. Ja, fand ich eine schöne Anfangspromo. Also mich hat es schon interessiert, diese Promo. Und auch diese Fehde hat mich heute mal ein bisschen mehr Interesse geweckt. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ja, es ist so, als würde bei dir Undertaker gegen Roman Reigns antreten. Du hast halt einen, den du geil findest und einen, den du total beschissen findest, und deshalb ist es zwiegespalten. Wenn Randy Orton das Match gewinnt bei No Mercy, dann sage ich, okay, Fehde war gut. Aber wenn Bray Wyatt gewinnt, dann werde ich eher negativ auf die Fehde zurückblicken. So bewerte ich es eher alles neutral. Okay. Auf jeden Fall kann man so viel sagen. Das Match wird ja, wie gesagt, geben bei No Mercy. Ist mittlerweile jetzt auch angekündigt, dass Bray und Randy bei No Mercy antreten werden. Aber wie gesagt, zu diesem Versteckspiel, was Michael gesagt hat, werden wir natürlich ein bisschen im Laufe dieser Ausgabe eingehen. Dean Ambrose wurde noch interviewt für sein Titelmatch gegen AJ Styles. Ja, er hat quasi gesagt, AJ Styles ist immer am Angeben, damit dass er John Cena besiegt hat, aber das wäre keine große Sache, denn immerhin hat Dean Ambrose John Cena auch letzte Woche besiegt, und das ist quasi Schnee von gestern, dass Styles Cena besiegt hat, genauso wie Cena Schnee von gestern ist, und Ambrose hat gesagt, dass er heute AJ Styles sein Gesicht brechen wird, er wird ihn zum Weinen bringen und er wird ihm den WWE World Heavyweight Title nehmen. Den laut Dean Ambrose gestohlen wurde durch einen Low Blow. Ja. Dann gab es das 8-Man-Tag-Team-Match zwischen American Alpha und den WWE SmackDown Tag Team Champions Heath Slater und Rhino gegen The Ascension und die Number One Contenders auf den Titel The Usos. Die Usos haben jetzt einen neuen Entrance bekommen. Also die hatten vorher schon einen neuen Entrance, aber jetzt auch eine neue Musik, neue, also andere Kleidung. Die hatten ja schon neue Kleidung, aber jetzt komplett neue Kleidung. Und ja, sah heelisch aus. Sie haben agiert wie die ganze Zeit schon, was absolut in Ordnung war. Und Match ging sogar relativ lange, 10 Minuten ungefähr, genau. Und alles hat quasi darauf hingearbeitet, dass Heath Slater den Hot Tag gekriegt hat und die Crowd drauf abgegangen ist. Und ja, Heath Slater hat getappt zum Schluss gegen einen der Usos. Das war quasi so das, was aus dem Match rausgenommen wurde. Die Usos oder einer der Usos hat es hier geschafft,
quasi die Tag Team Champions zu besiegen. Genau, das Match an sich war ja nicht so schlecht, fand ich. Also war ein gutes Match. Der neue Entrance, neuer Aussehen, neuer Look von Usos finde ich gut. Gefällt mir irgendwoher. Agieren halt wie Heels. Mehr, also haben versucht, sich ein bisschen mehr heelisch anzupassen. Ascension, wie gesagt, Victor hat mal sehr, sehr schönes Facepaint. Also, da habe ich erstmal gedacht, was hat er da auf dem Gesicht drauf? Ja, man hat ja hier auch in dem Match auch weiterhin die Verletzung von Jed Gable weiterhin gespielt, dass er sich weiterhin am Bein verletzt hat und so weiter und so fort. Was auch nicht schlecht ist, eine kleine Weiterführung dieser Storyline. Und ja, Heath Slater hat verloren. Genau. Fand ich nicht schlecht, war okay. Genau. Dann hatten wir wieder mal Charlie Caruso mit John Cena. Und ja, John Cena hat gesagt, er wird heute am Ring sitzen beim World Title Match. Und Ambrose hätte mehr Eier als Styles. Und es ist komplett egal, wer heute gewinnt, denn am Sonntag oder beziehungsweise bei No Mercy wird er als 16-Time World Champion den Pay-Per-View verlassen. No Mercy. Dim, dim, dim. Nein, No Mercy. ja, genau. Der Theme-Song von No Mercy. No Mercy. Ja, dann Randy Orton, die nächste Sache. Nee, 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 nee. Was denn? The Miz und Maryse Backstage haben das Poster von LeBron James begutachtet, von den Cleveland Cavaliers. Aha. Und haben erstmal das Bild von The Miz drüber gehängt, wo er gerade den WWE-Titel nach oben hält. Das war ein richtig geiles Segment. Das war geil. Ja, das war ein kurzes, aber lustiges Segment. Und geiles Segment. Gut, dann Randy Orton hat Verstecken gespielt mit Bray Wyatt und war Backstage halt ein bisschen im Dunkeln und da waren so Türen eingefärbt. Auf einer Tür stand, glaube ich, Predator or noch was, irgendwas irgendwie Nee, nee, ich pre. glaube, das war was anderes. Ich glaube, das war mit der Geheimtür da mit so einer. Keine Ahnung, mit irgend so einer Waffe, die er dann gedreht hat. Richtig, ja, gut, okay, das war später. Okay, jetzt auf jeden Fall hing irgend so ein Kack an der Wand und er hat es quasi gedreht und dann hat sich so eine auf magische Weise die Tür nach Narnia geöffnet und durch diese durchgegangen und dann sieht man noch am Ende, wie Eric Rowan da irgendwo rumsteht. Absolut göttlich, ja. Natalya und Carmella gegen Naomi und Nikki Bella. Nikki Bella. Ja. Das ist das Fazit zum Match. Ach so, Nikki Bella. Okay, Nikki Bella hat verloren tatsächlich via Roll-Up gegen Carmella nach 10 Minuten. War aber auch ein ordentliches Match, war nicht Das schlecht. war absolut scheiße, das Match. Okay, ich fand es jetzt gar nicht so Also schlecht. Carmella ist sehr, sehr schlecht einfach. Das Muss ich stimmt. ganz ehrlich Also sagen. Carmella ja, aber die anderen drei nicht, finde ich. Nikki Bella. Ja, Nikki Bella. Nikki Bella. Deshalb hat mich das Match jetzt nicht so gestört, aber natürlich klar, dass Carmella der schwächste Punkt ist, obwohl die am stärksten dargestellt wird. Ja, wieder mal Nikki Bella gepinnt. Nach einem Eye-Rake hat sie sie dann eingerollt und sie wird ziemlich krass gepusht. Die Frage ist halt, wie weit geht das hinaus? Wird sie denn vielleicht den Women's Titel gewinnen? Ich hoffe nicht. Nö, ich glaube auch nicht. Dann nochmal Randy Orton. Jetzt kam aber der Kram hier. Kam jetzt quasi so ein kleines, so Saw-like, wie man es von Saw kennt. Hat Bray Wyatt da seine kleinen Spielchen gespielt, stand halt an der Wand hier. Es gibt einen Weg nach draußen, waren quasi zwei Türen und er sollte choose wisely, also er sollte genau über seine Entscheidung nachdenken. Und die eine Tür, auf der einen Tür stand irgendwas drauf, Predator or Be hunted oder so ein Shit, also Jäger oder Gejagte halt. Und auf der anderen Tür stand drauf I am God. Die hat er zuerst aufgemacht und da war so ein Standee von ihm stand da rum, ohne Augen. Wunderschön. Und dann hat er die andere Tür aufgemacht, beziehungsweise hat sie den Spalt aufgemacht. Man hat nur gesehen, wie Eric Rowan da steht. Der hat die Tür wieder zugemacht und ist weggegangen. Joa. Kann man machen. Auf jeden Fall, diese Pappfigur hast du dir wahrscheinlich Kann auch man machen. gekauft. Natürlich, die steht vor mir gerade. Freust du schon? Auf was? Auf das nächste Segment. Ja, auf The Mist freue ich mich, ja. Und Maurice. Und Maurice, ja. Und natürlich die Fans. Denn The Miz feierte sein Homecoming. The Mist, der Hometown Hero, kam zurück. War sogar eine relativ
gute Reaktion, würde ich behaupten. Also im Bericht steht hier eine gemischte Reaktion, aber es war eigentlich eher, es war ein ziemlich lauter Pop und dann hat man vereinzelt Buhs rausgehört, aber ich glaube, insgesamt war eigentlich mehr Jubel als Buh. Es gab ein Videopackage zu seiner Karriere, quasi alle seine Titelgewinne, seinen Tag Team Titelgewinn mit Show Miz, sein US-Titelgewinn gegen Kofi Kingston, sein Money in the Bank Gewinn, sein WWE-Titelgewinn gegen Randy Orton, sein IC-Titelgewinn etc. Also das hat man alles nochmal gezeigt. War ein cooles Package. Auch die Anfänge quasi, wo man noch Sachen gesehen hat von FCW oder von seiner MTV-Serie, wo er dabei war, oder von Tough Enough. Also es war echt ein gutes Video-Package. So wie die WWE immer Und tut. genau. Und dann hat er gesagt, hey, von wegen, als der Verräter LeBron James quasi die NBA Finals für uns geholt hat in Cleveland, gab es irgendwie eine übelste Parade mit 1,2 Millionen Leuten. Und ich bekomme den Scheiß hier, ich krieg eine Arena mit irgendwie 10.000 Leuten. Also was ist das für ein Scheiß? Und dann hat er noch seine Eltern in der Halle begrüßt und dann hat Maurice gesagt, ey, Dolph Zigglers Fans, sage ich schon. Eltern sind auch am Ring und Miss hat dann gesagt, ja, wie fühlt es sich denn an, so einen Lappen wie Dolph Ziggler erschaffen zu haben, sage ich mal, erzeugt zu haben, Produziert zu haben. produziert zu haben. Und Ziggler kam dann natürlich raus, wollte sich das natürlich nicht gefallen lassen und hat gesagt, dass The Miz es nicht so persönlich machen sollte mit ihm oder mit seiner Stadt. Und Miz hat dann gesagt, ey, was machst du überhaupt hier draußen? Willst du schon wieder ein Titelmatch oder was? Also du kannst mich gerade mal, ich habe dich schon zweimal besiegt. Und Ziggler hat gesagt, ja, schön, du hast mich zweimal unclean besiegt. Und Miz hat gesagt, ich habe dir nichts mehr zu beweisen, ich habe dich schon mehrmals besiegt und wollte dann gehen. Aber Dolph Ziggler hat dann gesagt, ja, nee. Ich liebe es hier in der WWE. Ich kann nicht aufhören. Dieser Ring, diese Fans sind wie eine Droge für mich, etc. Ich kann nicht aufhören damit und deshalb werden wir der Qual ein Ende setzen bei No Mercy. Entweder ich hole den Titel oder meine Karriere ist vorbei. Miz hat auch nochmal nachgefragt, dass das kein Bullshit ist, was er labert, von wegen, hey, SmackDown-Karriere ist vorbei, ich gehe zu Raw oder was weiß ich, setze 30 Tage aus und komme dann wieder. Nee. Dolph Ziggler's Karriere ist, wenn er verliert, wirklich vorbei. Also seine WWE-Karriere. Und ja, one more time. The Miz hat akzeptiert. Bei No Mercy wird es Title versus Courier geben. Grandioses Segment. Geil, Dolph Mist. Ziggler wächst immer wieder über sich selbst hinaus mit seinen Promos momentan. Problem an der Sache ist, ich gebe keinen drauf, ob Dolph Ziggler jetzt geht oder nicht, weil er einfach von der WWE zu sehr schon an die Wand gefahren wurde, dass mir der Charakter einfach zu egal ist. Wenn er geht, dann schade. War immer für schöne Matches in der WWE da. Wenn er dann in den Indies irgendwo hingeht, finde ich es gut. Wenn er zu New Japan oder so geht, wäre das richtig geil. Wenn er halt gewinnt, was ich nicht glaube, also ich glaube eher, man gibt Miz den Sieg, dass der ein bisschen Heat bekommt, aber ich glaube, der kriegt nicht so viel Heat, wie man denkt, weil es ist halt Dolph Ziggler. Der ist halt schon seit Jahren tot. Also seine Karriere ist schon seit Jahren weg. Aber ich gehe mal davon aus, dass The Miz das machen wird und Dolph Ziggler sich aus der WWE rausbegeben wird. Wie gesagt, das Segment fand ich geil. Also gerade man sieht auch wieder, wie gut beide einfach Mics sind. Also Ziggler ist richtig gut am Mic. Das hat man einfach wieder hier gesehen. Also so wie der sich hier hinausgewachsen ist. Oder auch The Miz natürlich, der momentan auch in seiner Prime ist, gefühlt mit seinem Mic-Work. Sehr, sehr geil. Und deshalb, ich freue mich auf das Match. Und gerade so eine Ansetzung hilft vor allem dem IC-Titel mehr Prestige zu erreichen. Also, The Miz macht es auf jeden Fall gut momentan. Er gibt dem Titel schon, finde ich, Aber noch mehr, meine ich. Prestige, weil er stellt halt den Titel vor allen Dingen in den Vordergrund. Kevin Owens ist halt mehr so am Start, zum Beispiel, der tut halt den Titel, sage ich mal, nicht so viel Prestige geben wie in The Miz. Beide halten geile Promos, beide haben recht gute Matches. Aber Kevin Owens redet halt mehr über sich. Er ist halt der geile Typ und The Miz redet halt zwar auch über sich als geiler Typ, aber er sagt halt, hey, ich habe dem Titel Prestige gegeben und der Titel ist der beste Titel im Business und 166 Tage oder so bin ich schon Champion. Never ending Championship Run und was weiß ich. Also World The Tour. Miz, genau, The Miz macht das schon sehr, sehr gut. Und ich freue mich auf das Match. Ich denke, das wird sehr, sehr gut, weil, wie gesagt,
Dolph Ziggler, also es wird dementsprechend eine Match-Story halt geben, dass halt Dolph Ziggler, dass es halt sein letztes Match sein könnte. Bin mal gespannt, ob es das letzte Match auch ist. Ich bezweifle aber, dass er den Titel holt. Deshalb mal gucken. Ich bin gespannt. Das ist wieder sowas, was jetzt Raw gar nicht hat. Einfach so irgendwie einen kleinen Hype, dass ich die nächsten Wochen verfolge. Das hat man hier wieder mit einer Sache geschaffen. Genau, weil natürlich kann man halt sagen, ah, oh, jetzt wird Dolph Ziggler gewinnen, oh, jetzt wird The Miz gewinnen. Für mich ist es nicht ganz klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer das gewinnen wird. Also, weil es ist ja immer wieder Gerücht von, okay, Dolph Ziggler, der verlässt die WWE vielleicht, wegen einer anderen Karriere, die er machen will. Oder, ja, wie gesagt, Dolph Ziggler, wenn man einen Titel geben will, wenn man ihn pushen. Also, da gibt es immer wieder verschiedene Sachen. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall eine geile Promo. Sehr, sehr geil. Hat mich auf jeden Fall gehypt und. Das ist zum Beispiel, was SmackDown einfach super macht. Also, die Wrestler stehen im Vordergrund und booken es momentan einfach simpel und gut. Dann hatten wir, ja gut, Bray Wyatt wieder mal Backstage, hat gesagt, die Tür ist offen, Randy, komm mich besuchen, schön, cool. Becky Lynch wollte dann zu ihrem Match den Entrance quasi machen, wurde aber hinterrücks von Alexa Bliss attackiert und wurde geprügelt. Und dann hatten wir mal wieder eine Gott-Promo von Curt Hawkins. Und er wird ein riesen Announcement nächste Woche machen. Er wird bei No Mercy debütieren. Genau, das wird es sein. Genau. Mal sehen, ob wir die nächste Sache gut callen können. Also, du hast ja schon zwei Sachen gut gecallt, ne? Mit Er Champ. debütiert gegen Apollo Crews. Ja, Apollo Crews könnte sein, ja. So Apollo Crews oder Kalisto oder so ein Kram, sowas wird passieren. Apollo Crews, Kalisto, Baron Corbin. Nee, Baron Corbin nicht, weil er Heel ist. Stimmt. Aber gut, wir werden sehen. Abwarten und Tee trinken quasi. Vielleicht. Ja, nee, nee, nee. Naja. Egal, Apollo Crews haben wir übrigens, Baron Corbin haben wir heute übrigens auch nicht gesehen. War Oder beim Apollo Main Crews. Event. Genau, Kalisto auch nicht. War beim Main Event, Baron Corbin, Apollo Crews glaube ich auch. Ich glaube, Apollo Crews hat Tyler Breeze besiegt und Baron Corbin hat gegen irgendjemanden verloren, glaube ich sogar. Gegen Kane, stimmt, gegen Kane. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann war Bray Wyatt backstage. Ging weiter der Shit. Er stand halt in seinem dunklen Raum und hat durch die Gegend geschrien und hat die ganze Zeit nach Randy Orton gerufen. Und im Hintergrund ist ein Kerl mit Schafsmaske aufgetaucht. Spätestens nachdem man ein bisschen mehr im Licht stand und man die Tattoos gesehen hat, hat man gesehen, dass es Randy Orton war. Er hat dann natürlich total spannend die Maske abgenommen. Jeder hat sich natürlich gefragt, wer das jetzt ist. Und ja, er hat dann Bray Wyatt aufs Maul gehauen und ja. Das war's. Ein schöner Brawl an dem Sinne und ja. Dann nahm natürlich ja, White wieder, Orton wieder Platz und hat sich wieder die Maske aufgezogen. Und Micha wird in dem Moment sagen, nimm die Maske ab, bitte. Und Ich hab gesagt, run. Run! Auf jeden Fall. Ich muss sagen, es war ein sehr unterhaltsames Segment. Also ich fand es nicht schlimm. Hat mich sogar ein bisschen mehr Interesse geweckt, dieser Fehde und beziehungsweise auch diesen Match, den sie bei No Mercy haben. Deshalb fand ich das persönlich unterhaltsam. Ja, und vor dem Main Event, hatten wir dann noch ein kleines Styles-Interview. Er hat gesagt, er hat Cena mehrmals aufs Maul gehauen und wird heute Ambrose wieder aufs Maul hauen. Ja, Match hatten wir dann. Ging relativ lang, 21 Minuten. Es war kein 21-minütiges Match, was mich gelangweilt hat und den Double Count dort geendet ist. Shoot, shoot. Es waren noch zwei Leute, die 21-minütige Matches worken konnten. Shoot, shoot. Auch gegeneinander. Shoot, shoot. Und im Main Event waren. Und im Main Event waren nicht im Opener. Ja, sehr schön. Und es waren auch interessante Leute, die sehr, sehr gut sind. Und um den wichtigen Titel und ohne Roman Reigns. Und ja, naja. Und nicht in einer dreistündigen Show. Gut, Cena war am Kommentatorentisch. Super, freut mich. Hat beide Hatten overgebracht. natürlich verbal, Cena bringt jeden over. Hatten ein 21-minütiges Match, war sehr, sehr gut. Kam nicht an ihr Backlash-Match ran, war aber trotzdem ziemlich gut, war für ein TV-Match schon sehr, sehr stark. So dreieinviertel, dreieinhalb Sterne würde ich mal schätzen. Würde ich mal so spontan sagen. Und AJ Styles, beziehungsweise AJ Styles hat am Ende Cena aufs Maul gehauen.
Cena war pissed. Im Ring hat Ambrose dann Styles eingerollt und Cena hat dann den Ref abgelenkt. Ambrose war gar nicht glücklich, hat dann Cena aufs Maul gehauen. Und Cena hat dadurch dann Ambrose abgelenkt und AJ Styles hat dann Ambrose zum Sieg eingerollt. Und nach dem Match wollte dann Ambrose noch Cena den Dirty Deeds verpassen, hat den Attitude Adjustment abbekommen. AJ Styles wollte Cena dann den Dings verpassen, den Styles Clash, aber dann auch den Attitude Adjustment verpasst bekommen. Und ja, wir sind wieder zurück im Jahr 2012, denn die Show endet mit einem feierten John Cena. Mit dem? Titel. Genau, auf jeden Fall. Super. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also es war ein richtig gutes Match. Also kann man so viel sagen, für eine Weekly Show war es ein echt gutes Match. 21 Minuten, wo wir echt sagen können, 21 Minuten, die wir uns nicht entgehen lassen konnten. Also das war auf jeden Fall sehr gut. 3,5 würde ich zumindest so geben in dem Dreh. War ein gutes Weekly Match. Haben natürlich jetzt nicht alles rausgehauen, würde ich jetzt mal sagen. Aber schon einiges. Und ja, war ein schöner Main Event, 21 Minuten und man hat es halbwegs clean beenden lassen. Man hat Eingriffe eingebaut und so weiter, das war einfach so ein bisschen Details und nicht sowas wie ein gewisser Double Countout. Und die Storyline ist danach nicht so gut und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was ich meine. Vielleicht weißt du, was ich meine, aber ich denke auch nicht. Und ja, danach, dass sie noch attackiert hat, war okay. Es muss jetzt nicht, also. Cena sollte auch mal dominieren und das ist jetzt, denke ich mal, nicht schlimm. Vielleicht dominiert er nächste Woche vielleicht ein Styles und dann passt das schon. Dass so jeder mal ein bisschen mal Dominanz hat nach der Show. Ja, Letzte Woche. letzte Woche hatten wir ja hier Dings. Dean Ambrose. Genau. Also Und. wird dann, ich glaube, nächste Woche ist schon der Pay-Per-View, oder? Jo. Super. Also wird nächste Woche nochmal Styles debütieren, dominieren und wird dann das Match auch gewinnen, weil Cena und Ambrose nach dem Pay-Per-View erstmal weg sein werden. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Genau, das war letztendlich die SmackDown-Ausgabe. Dein Fazit. Recht gute Show. Die erste Hälfte war eher ein bisschen uninteressant, fand ich. Also, ja, der Randy Orton-Kram halt war jetzt nichts groß Geiles irgendwie mit Bray Wyatt. War halt okay, war da. 8-Man-Tag-Team-Match war okay. Gut wurde es dann eigentlich bei Miz, als er da sein kleines Backstage-Segment hat. Natalya und Carmella gegen Naomi und Nikki Bella war schlecht. Miz seine Promo mit Ziggler war sehr, sehr gut. Das war das Highlight der Show. Mit dem Main Event zusammen und ja, das waren so meine zwei, drei Highlights und der Unterschied zu Raw halt, dass der Unterschied zu Raw war, dass der Rest der Show mir nicht wehgetan hat und wenigstens ein solides Niveau hatte und mich nicht gelangweilt hat und die Show allgemein halt kürzer war und besser wegzugucken war und deshalb SmackDown wieder diese Woche besser. So, keine Ahnung, was würde ich geben. Ich habe Raw, glaube ich, 2 von 10 gegeben. Ich will SmackDown so, keine Ahnung, so 5 oder 6 von 10 geben. Okay, Ich gebe 6. Nee, ja doch, 6. Nee, 7, 7, 7. hast du's? Ja, 7, weil Match war gut und die Promo war sehr gut. Also, SmackDown war eine gute Ausgabe auf jeden Fall. Eine schöne SmackDown-Ausgabe, natürlich ganz klar war wieder SmackDown besser und müsste jetzt, glaube ich, 7 zu 2, 8 zu 2? 8:2, glaube ich. 8 zu 2. 8 zu 2 führt damit SmackDown meiner Meinung nach. Wie ist bei euch die Sache? Führt bei euch SmackDown? Führt bei euch Raw? Man weiß es nicht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall SmackDown, eine schöne Show, die man sich auf jeden Fall geben kann. Also, wie gesagt, die Randy Orton-Sache mit Bray Wyatt fand ich unterhaltsam. War nicht schlecht. Miz und Maryse und Dolph Ziggler war das Highlight mit dem Main Event, wie du schon gesagt hast. Kurt Hawkins war so ein kleines nettes Segment. Bin mal gespannt, was nächste Woche passieren wird, aber wir haben es ja schon so gut wie gecallt. Jetzt nennt man es, denke ich mal, ah, oh, Spoiler, Spoiler, aber gut, tut mir leid, dass wir wahrsagerische Fähigkeiten haben. Beziehungsweise Mischa. Und ja, das Tag Team hat man noch gut aufgebaut. Women's Segment fand ich okay. Also, alles in allem eine gute Show und ich gebe, ich würde sagen, glaube ich, sogar 8 von 10. Dieser SmackDown-Oscar war echt eine gute Show. Hat mir echt Spaß gemacht, die zu gucken. Ja, absolut. Genau, und damit hat wieder SmackDown ganz klar gewonnen. Ich habe aber natürlich auch gestern eine Umfrage gestartet, wie ihr die Raw-Ausgabe fandet. Und ja, 50% fanden es sehr schwach und 50% fanden es okay. Also, man merkt schon, dass
ja, SmackDown oder bitte Raw nicht gut ist. Dann hat noch einer geschrieben, der gute, ja, okay, YouTube heißt der Brock Lesnar, aber das, ich denke mal nicht, dass es der echte ist. Er hat doch geschrieben, dass er die Raw ähnlich scheiße findet wie ihr, beziehungsweise Micha, und gibt auch 2 Danke. von 10. Hast du was zu sagen? Ja, ich finde es schön, wenn man meine Meinung unterstützt. Ja, eine neue Freundschaft hat sich entwickelt. Gut, dann würde ich mal sagen, hast du Talking Smack gesehen? Nee, oder? Ein Teil. Also, ich habe gesehen, wie offiziell gemacht wurde, dass halt das Career gegen Streak, wollte ich gerade schon sagen. Wir sind ja nicht bei WrestleMania 26. Nee, das Career gegen Title. Title Match jetzt steht. Und mehr habe ich nicht gesehen. Habe ich noch irgendeinen Gast gesehen? Wer war denn da als Gast? Becky Lynch und John Cena. Becky Lynch habe ich noch gesehen. Richtig, ja, die war am Anfang halt ein bisschen da. Habe ich aber nicht wirklich zugehört und habe dann ausgemacht. War, glaube ich, nichts Besonderes passiert. Nö, nee, besonders nichts, aber ich fand's gut. Also, man kann sich auf jeden Fall angucken. John Cena hat noch ein bisschen eine Schuh-Promo Richtung Ambrose rausgehauen, noch, weil Ambrose hat ja gesagt, er ist ja lazy und so weiter und so fort. Und da hat John Cena gut gekontert. Und da sieht man auch teilweise, dass ich da in dem Fall zum Beispiel John Cena eine 10 von 10 im Micwork gebe. Also, für mich ist John Cena einer der besten Micworker in der WWE. Nicht der beste, das würde ich jetzt nicht sagen, aber einer der besten, wenn man hört, wie er am Mic spricht und so weiter und so fort. Und er nicht kaum jetzt Probleme hat, am Mic zu sprechen. Also, er könnte mich am Mic locker fertig machen, selbst wenn ich Deutsch spreche und er Englisch. Das ist einfach so. Und ja, wie gesagt, fand ich unterhaltsam. Also, man hat, wie gesagt, ja, noch Daniel Bryans Release the Bear Ding noch am Ende rausgehauen. Und was gab's denn noch? Ja, Becky Lynch sagte einfach, dass sie eine Kämpferin ist. Und ja, dann sagte Daniel Bryan noch nebenbei, ja, sie war ja Champion die ganze Zeit. Und Becky Lynch fragte dann, wo? Wo denn? Wo denn? Ja, das weiß ich auch nicht, aber sie sagte es. Ja, schön, dass sie es sagt, aber die wahre Champion steht hier, sagte Becky Lynch zum Beispiel. Und John Cena hat einfach so ein bisschen Total Bellas ein bisschen gehypt, dass er da hinfliegt bald, weil die Premiere, ich glaube, 5. Oktober ist die Premiere oder sowas in der Art. Ist Total Bellas, ist schon ein Wunder, dass ich das weiß, aber okay. Und ja, dann hat auch Johnson ein bisschen, ja, noch ein bisschen gehypt, um zu sagen, okay, er will jetzt die 16-fache World Champion sein. Also, er hat ein bisschen auf No Mercy gehypt, auf das Match, ein bisschen auf die Wrestler gehypt, also ein bisschen so AJ Styles Glow, was er so erreicht hat. Dean Ambrose ein bisschen gehypt, aber auch Dean Ambrose ein bisschen fertig gemacht auf die Aussage, dass er halt faul sei und so weiter und so fort. Und ja. Genau, so viel eigentlich zu Talking Smack. Kann man sich auf jeden Fall anhören. War jetzt nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste. Ich weiß gar nicht, welche Talking Smack-Ausgabe fand ich scheiße. Ich habe jetzt bisher jede gesehen. Fand Bisher. keine Scheiße. Ich fand auch keine Scheiße, wenn ich es überlege. Aber Talking Smack ist auf jeden Fall was, wo man sieht, okay, natürlich, die haben jetzt dann insgesamt 2,5 Stunden, aber das ist jetzt nicht, wo man denkt, okay, das füllen die unnötig. Da erfährt man auch ein bisschen Side Stories in Talking Smack. Da reden die einfach Smack. Also talken einfach Smack. Und bei Raw ist ja 3 Stunden, wo man gemerkt hat, dass sie es schon versuchen, krass zu füllen. Und ich hab's ja schon gesagt, damals beim Roster-Split-Video, die WWE schafft es nicht, 3 Stunden zu füllen. Wie sollen sie gescheit 5 Stunden konstant füllen? Und man sieht, sie können keine 5 Stunden füllen. Ja. Genau, aber ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr SmackDown? Wie fandet ihr Raw? Welches fandet ihr besser? Fandet ihr Raw besser? Fandet ihr SmackDown besser? Schreibt es gerne in die Kommentare und dabei werden wir morgen oder übermorgen uns bei der NXT Review anhören. Wenn es soweit ist, ist Donnerstag der Tag und wenn es klappt, wenn ich das Spiel kriege, FIFA 17, wird es dann auch am gleichen Tag auch noch im Laufe des Tages natürlich auch mit FIFA 17 losgehen, mit The Journey, mit Alex Hunter wird es dann losgehen. Auf jeden Fall, du wirst ja auch FIFA 17 zocken, wie ich es ja mitbekommen habe. Das hast du schon ein bisschen gezockt. Ja. Genau, mit der Early Access. Ich habe es ja nur in der Demo-Version gespielt. Ich freue mich auf das Spiel. Könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ich weiß nicht genau. Also, ich vermute, dass es abends wird. Also, ich denke, wenn ich mittags kriege, dann aufnehme und dann schneide. Also, ich versuche erstmal nur eine Folge oder 2 Folgen aufzunehmen, damit ich es auch direkt am gleichen Tag auch hochladen kann. Also, zumindest eine. Und so weiter und so fort. Werde ich mal hinkriegen. Also, gucken wir mal. Also, The Journey auf jeden Fall wird gespielt und Karrieremodus und andere Sachen habe ich ja schon erklärt. Infovideo werde ich nochmal rechts oben in der Infokarte verlinken. Da könnt ihr es nochmal anschauen. Da kriegt ihr alle Informationen zu den jeweiligen Let's Plays, wie ich das alles so geplant habe letztendlich. Und sonst noch ein paar weitere Videos noch verlinkt rechts.
wie ihr findet. Und noch die Umfrage, wie ihr SmackDown fandet, könnt ihr auch noch mal gerne beantworten. Und ja, so, wie gesagt, FIFA 17 Video, Umfrage und restliche Videos sind rechts oben, wenn ihr auf das i draufklickt, verlinkt. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ja, hast du noch was zu sagen? SmackDown ist besser als Raw. Gut, das kann ich in dem Moment auch unterschreiben. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Ciao.